Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren und jetzt auch letzten Video zum Thema Multimeter, Messtechnik und was zur Strommessung, Spannungsmessung anbelangt. Ich habe, wie ihr wahrscheinlich in den anderen Videos gesehen habt, hier ein wunderschönes Keysight 34460A stehen, ein Tischmultimeter, sehr hochwertiges Gerät. Die Geräte generell alle eine Leihstellung der Technischen Hochschule Rosenheim, für die ich diese Videoserie auch erstellt habe. Wir gucken uns das jetzt heute bei dem Gerät an, nicht weil es besonders gut ist oder besonders toll misst, sondern weil es eine Funktion hat, wo ich ein bisschen schon drüber geredet habe, und die kann man hier einstellen, diese Funktion, und zwar die Integrationszeit. Jetzt klingt es total hochgestochen, Integrationszeit, boah, Integralzeichen und so weiter, kompliziert und so weiter, das verstehen wir nicht. In Wirklichkeit total Pipifax. Integrationszeit bedeutet nichts anderes wie, das Messgerät guckt sich über eine gewisse Zeit an, wie der Signalverlauf aussieht. Wie wir ja gesehen haben, man rechnet irgendwie die Fläche drunter, beim RMS muss es quadrieren, die Wurzel ziehen, Mittelwert und so Zeug. Und das macht einfach über eine gewisse Zeitspanne lang. Und diese Zeitspanne hängt vom Messgerät ab. Das kann ein paar Millisekunden sein, ein paar Sekunden sein. Und bei dem Gerät kann man es einstellen in Form von PLC. Bedeutet Powerline Cycle. Dieses Gerät synchronisiert sich auf die Netzfrequenz auf. Powerline Netzfrequenz bedeutet, man kann eine Integrationszeit in Abhängigkeit vom PLC. Und was hat unser Netz? 50 Hertz hat unser Netz. Wir können also einstellen, dass das Ding 20 Millisekunden integriert, 200 Millisekunden, 2 Sekunden, 1 PLC, 10 PLC, 100 PLC. Ich glaube, es geht sogar 1000. Oder halt auch eben entsprechend runtergeteilt 0,2 und 0,02 PLCs. Bedeutet, das Messgerät, wenn man jetzt ein PLC einstellt, 20 Millisekunden, 50 Hertz, 1 durch 50, 20 Millisekunden, misst 20 Millisekunden lang, guckt sich 20 Millisekunden lang diese Kurve an und berechnet über diese 20 Millisekunden dann entsprechend den RMS, den Gleichrichtwert, den Gleichspannungsanteil oder was auch immer. Jetzt kann das Ganze natürlich je nach Signalform Probleme bereiten, denn wenn jetzt das Signal irgendwie eine ungünstige Frequenzkombination hat mit dieser Integrationszeit, können wir da richtig böse Probleme kriegen. Und um das zu erklären, habe ich natürlich wieder ein wundervolles GeoGebra-Modell gezeichnet. Und dieses GeoGebra-Modell stellt jetzt einfach mal grundsätzlich einen Sinus dar. Das wäre jetzt ein Sinus mit 50 Hertz. Und wir haben hier oben eine Integrationszeit von 20 Millisekunden. Bedeutet, das Messgerät würde jetzt über diesen Sinus 20 Millisekunden lang ein RMS berechnen. Wie war das nochmal? RMS, ja, quadriertes Signal. Dann bildet ein Mittelwert draus. Mittelwert wäre 12,5. Und dann zieht er von diesen 12,5 nochmal die Wurzel. Und dann hätte man RMS von diesem Sinus. Wir haben hier einen Sinus von 5 Volt. 5 durch Wurzel 2, 3,5355. Wird ungefähr hinkommen. Ich gehe mal davon aus, dass er das richtig berechnet. Genauso der Gleichspannungsanteil. Wir haben hier eine positive Halbwelle, wir haben eine negative Halbwelle. Wir haben also keinen Gleichspannungsanteil auf diesem Signal drauf. Und so berechnet er uns jetzt dieses Signal. Was passiert nun, wenn wir die Frequenz des Signals zum Beispiel ändern? Wir haben jetzt ja, wie gesagt, einen Sinus mit 50 Hertz und jetzt drehen wir den mal auf zum Beispiel 55 Hertz hoch. Unsere Integrationszeit vom Messgerät bleibt die gleiche. Wir erhalten aber hier hinten, da das Signal ja eine kürzere Frequenz hat und früher zu Ende ist, haben wir hier hinten noch einmal so einen Teil Halbwelle, der dazukommt. Der hinten quasi nochmal dazu hinaussteht. Was bedeutet das, wenn wir uns das jetzt wieder angucken? Wir quadrieren das Ganze, wir bilden Mittelwert, wir bilden RMS draus. Wir haben hier hinten eine Fläche, die fälschlicherweise hinzugerechnet wird. Und zusätzlich haben wir hier quasi kleinere Flächen wie vorhin. Bei 55 Hertz hatten wir ein RMS von 3,533. Jetzt sind wir bei 3,4. Der RMS wird also kleiner. Das ist jetzt ein sehr negativer Fall, der uns eintreten kann. Und das Schlimmste dran, was jetzt noch passieren kann, dieser Sinus, den wir hier haben, der bleibt ja nicht stehen. Der wird jetzt quasi das erste Mal gemessen. Wir messen hier hinten diesen Überstand und jetzt wird nach diesen 20 Millisekunden schon wieder das nächste Mal gemessen. Das heißt, der Sinus hüpft hier hinten weiter und fliegt quasi so durch unser Signal hinweg durch. Also er misst quasi alle 20 Millisekunden den RMS von diesem Signal, aber dieser RMS ändert sich alle 20 Millisekunden, weil natürlich immer der Signalverlauf
etwas zu viel Fläche dabei hat oder etwas zu wenig Fläche dabei hat. Und das Ganze sieht man jetzt hier relativ gut am RMS-Wert, der schwankt hoch und der schwankt runter. Wir kriegen also aufgrund dieser fixen Integrationszeit kein schönes Signal mehr. Das Ganze gucken wir jetzt mal beim DC-Anteil an. Wir haben ja gesagt, bei 50 Hertz haben wir exakt die gleiche positive Halbwelle und die gleiche negative Halbwelle. Bedeutet, der DC-Anteil ist 0. Wenn wir jetzt die Frequenz erhöhen, kriegen wir hier hinten ja eine etwas höhere Halbwelle dazu noch. Das heißt, wir haben hier eine Halbwelle positiv, eine Halbwelle negativ. Die zwei heben sich auf. Und hier hinten kommt nochmal eine extra Halbwelle dazu, weil das Signal ja früher aufhört, die Frequenz hier ja schon zu Ende ist, die Periodendauer. Bedeutet, wir kriegen jetzt einen Gleichspannungsanteil auf dem Signal. Und dieser Gleichspannungsanteil, das Signal steht ja nicht, das bewegt sich ja permanent in der Messung. Dieser Gleichspannungsanteil geht hoch und runter. Das heißt, wir haben auch hier wieder ein schwankendes Signal. Ich zeige es euch jetzt mit dem Gleichspannungsanteil, weil ich da am meisten Einstellmöglichkeiten nachher in der Praxis beim Messgerät habe. So, was können wir jetzt dagegen tun? Wenn wir jetzt ein Signal haben, das sich irgendwie verändert, auch in eine negative Richtung, haben wir natürlich das gleiche Problem, dass der Wert schwankt. Wenn wir jetzt die Integrationszeit erhöhen, wir integrieren nicht über 20 Millisekunden, sondern wir nehmen zum Beispiel 10 PLC im Messgerät. Wir integrieren also über 200 Millisekunden. Dann haben wir hier positive Halbwelle, negative, positive, negative, positive, negative und so weiter. Und unterm Strich haben wir einen DC-Anteil von 0. Der hebt sich also auf. Wenn wir jetzt die Frequenz erhöhen, wie vorhin, sieht es so aus, dass wir auch hier wieder eine positive Halbwelle dazu kriegen hier hinten, die uns den DC-Anteil, den Gleichspannungsanteil nach oben drückt. Im Verhältnis zu diesen vielen, 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 vielen anderen Halbwellen, die wir hier aber haben, fällt die weniger ins Gewicht. Wenn wir hier jetzt also durchscrollen, erhalten wir hier quasi einen Wert von 0,13, 0,14 bis minus 0,14 an Gleichspannungsanteil. Im Vergleich dazu vorhin hatten wir 0,2, also wir haben hier einen deutlich höheren Gleichspannungsanteil. Bedeutet, eine höhere Integrationszeit kann uns diese negativen Effekte wegbringen. Und wie das Ganze in der Praxis ausschaut, schauen wir uns wieder drüben am Platz an. Ich gebe hier oben einen Sinus von 50 Hertz drauf, plus minus 5 Volt Spannungspegel, also High-Low 5 Volt, Low-Level minus 5 Volt, also ein normaler Sinus. Und wir halten jetzt hier unten einen Gleichspannungsanteil von 0, so wie wir das erwartet hätten. Nun erhöhen wir die Frequenz, wie vorhin auch schon mal, auf 55 Hertz zum Beispiel. Und jetzt beginnt der Gleichspannungsanteil zu schwanken. Hoch und runter, hoch und runter. Wir haben kein fixes Signal mehr, wie wir es eigentlich erwarten würden, sondern dieses PLC, diese Integrationszeit, die wir haben, die spuckt uns jetzt hier einen Wert rein. Minimal von minus 0,455 bis positiv 0,44, also auch ungefähr das, was wir in GeoGebra gesehen haben. Wenn wir das Ganze auf 60 Hertz erhöhen, dann wird es sogar noch mal deutlich schlimmer. Wir haben hier einen Wert von minus 0,8 bis plus 0,8 in etwa. Wenn wir jetzt allerdings die Integrationszeit ändern, wir haben jetzt ein PLC eingestellt und wir ändern das jetzt auf 10 PLC, kann man erkennen, der Messwert wird deutlich stabiler. Er aktualisiert sich auch deutlich langsamer, aber er wird auch stabiler. Und wenn wir jetzt die Min- und Max-Werte uns anschauen, haben wir plötzlich nur noch minus 0,06 bis plus 0,05, also ein bisschen Offset haben wir, warum auch immer drin. Und da kann man jetzt richtig gut erkennen, dass diese zehnfache Integrationszeit uns dieses Problem zum Großteil wieder wegnimmt. Wozu brauchen wir jetzt diese Integrationszeit und warum soll man die jetzt überhaupt einstellen können? Die normalen Messgeräte, sage ich mal, normalen Multimeter, da kann man die auch gar nicht einstellen. Da haben die Hersteller einen vernünftigen Wert für die Integrationszeit gewählt. Bei dem Messgerät kann man es jetzt einstellen. Das kann Vorteile haben und das kann auch echt ein paar coole Sachen uns ermöglichen, die wir sonst nicht haben. Was bedeutet, wenn ich jetzt eine größere Integrationszeit habe? Also wenn wir jetzt einfach mal hier umschalten von 10 PLC auf 1 PLC, dann können wir das schon gleich erkennen. Wir kriegen hier zum Beispiel eine Kommastelle mehr. Wir kriegen genauere Messwerte. Er kann viel mehr Messwerte aufnehmen, kann die viel besser mitteln und berechnen und kann da zum Beispiel eine Kommastelle mehr rein softwaretechnisch rausholen.
Dann gibt es noch einen weiteren Fall, wenn man jetzt irgendein Signal hat mit viel Rauschen drauf, irgendwelche Störungen drauf auf dem Signal oder irgendwelche ungünstigen Momente, irgendwelche Motoren, die irgendwelche Störungen auf irgendwelchen Signalen, dann könnte es sein, dass eine größere Integrationszeit uns auch einen Vorteil verschafft. Bedeutet, wenn ich jetzt über ein paar Sekunden 100 PLC, über 2 Sekunden integriere, dann kriege ich ganz viele Störungen, die auf dem Signal sein könnten, einfach weg, messtechnisch, weil ich eben ein Rauschen zum Beispiel im Mittel rausgefiltert kriege dadurch. Das hat einen Nachteil, das hat man vielleicht vorher kurz am Display gesehen, wenn ich 2 Sekunden lang integriere, bedeutet das natürlich auch, ich kriege nur alle 2 Sekunden einen Messwert. Wenn ich jetzt einen ABS-Sensor abfrage, dann sind 2 Sekunden vielleicht etwas zu langsam. Wenn ich jetzt einen Temperatursensor für den Raum abfrage, dann wird das zum Beispiel völlig ausreichen, wenn man irgendeine Temperatur trifft oder sowas aufnehmen möchte. Deswegen muss man sich immer so ein bisschen überlegen, was habe ich für eine Anforderung, was habe ich für ein Signal, was habe ich für Störquellen, wie schnell brauche ich das Signal, und dann kann man vernünftig eine Integrationszeit sich überlegen und dann auch ein vernünftiges Signal rausholen. Wie gesagt, bei dem Messgerät kann man es praktischerweise einstellen, und wenn es auf PLC gerechnet ist, kann ich es eben auch mit 50 und 51 Hertz und so sehr schön im Video euch zeigen. Ja, ich hoffe, die Videoserie hat euch gefallen. Unten in der Videobeschreibung nochmal die Links zu den anderen Videos der Serie. Ja, vergesst einen Daumen nach oben nicht. Abo habt ihr eh schon gemacht. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.